Da ist mein Onkel. Ich hoffe, er nimmt uns das Tier ab. Ein Waschbär auf unserem Gelände? Ich hoffe, ihr habt Mathilda nichts von eurer Entdeckung gesagt. Tante Mathilda hat nichts davon mitbekommen. So soll es auch bleiben. Wir haben noch nicht darüber nachgedacht, was mit dem Tier geschehen soll. Na, ich setze mich in meinen Pickup und bringe den Waschbären ins Tierheim. Bis nachher, Jungs. Titus Jonas, was hat dieses Tier hier verloren? Die vertragen sich schon wieder. Bis dahin sollten wir in der Zentrale vorankommen. Wir haben wieder Strom. Das Telefon ist tot. Wir müssen den Schaden beheben. Na toll. Das Telefon ist tot. Das Kabel wurde durchtrennt. Gut, dass etwas den Tunneleingang verstellt, sonst könnten wir uns vor Besuchern kaum retten. Rechner hat wieder Strom. In welcher Reihenfolge gehen wir vor? Als erstes sollten wir mein Krakenfoto auf den Rechner übertragen und die Qualität verbessern. Danach würde ich mich gerne im Internet umsehen. Ich erinnere mich an eine interessante Website. Eine gute Basis, um sich abschließend mit dem Fundstück vom Strand auseinanderzusetzen. Kabel liegt irgendwo zu Hause, keine Ahnung wo. Können wir die Fotodatei mit einem anderen überspielen? Später, Peter. Schade. Ich sehe keine Kabel, um mein Handy mit unserem Rechner zu verbinden. Schade. Ich sehe keine Kabel, um mein Handy mit unserem Rechner zu... ...verbinden. Wir sind wieder erreichbar. Mal sehen, was mein Bearbeitungsprogramm aus deinem Foto herausholt. Mein Verbindungskabel liegt irgendwo zu Hause, keine Ahnung wo. Können wir die Fotodatei mit einem anderen überspielen? Wollen wir nicht rasch einem alten Freund guten Tag sagen? Ich glaube, Blackie gefällt es hier. Er kann ja nicht ewig und drei Tage im Mief der Zentrale hocken. Blackie hat ein phänomenales Gedächtnis. Tante Mathildas Kabel benutzen wir für dein Handy, Peter. Ich nehme es auf meine Kappe.
Sehen wir mal, was sich mit meinem Programm aus dem Krakenfoto machen lässt. Mal sehen, ob wir die Qualität des Fotos verbessern können. Ich muss zugeben, es handelt sich tatsächlich um die Gestalt eines riesigen Kraken. Entweder handelt es sich um Nebel, der unsere Erscheinung umspielt, oder dem Kraken entweicht Dampf. Du meinst, der hat Blähungen? Machen Kraken sowas? Oder ist mein Exemplar das Opfer freigesetzter Radioaktivität? Eine Mutation der Meere? Ein Monster? Wie Nessie oder Godzilla. Machen wir uns lieber mal im Internet schlau. Hier habe ich etwas über Meeresbewohner. Größtes Raubtier. Der Sage nach kämpft er in der Tiefe mit Riesenkalmaren. Narben, die man auf angespülten Walen findet, erinnern tatsächlich an den Abdruck von Saugnäpfen.
Umgangssprachliche Bezeichnung Riesenspinnenkrabbe ist etwas weit hergeholt. Mit einer Beinlänge von 25 Zentimetern finden sich solche Asselspinnen vor allem in den Gewässern der Antarktis. Bekam ihren Namen, weil sie bei Feinschmeckern sehr beliebt war. Heute steht sie unter Artenschutz. Weichtiere, die schnell lernen. Zum Beispiel, wie man komplett in eine Flasche taucht und sich wieder herauswindet. Größten Tiefe auf, in der je ein Fisch gefangen wurde. Sie gehört zu den Eingeweidefischen, allähnlichen Tieren, die sich bei anderen einnisten, um sie von innen aufzufressen. Auch als Riesenkrake bezeichnet, besitzt aber, wie alle Kalmare, 10 Arme. Seine Augen sind die größten im Tierreich. Fischart handelt es sich um ein Organ, das Licht erzeugt. Es enthält leuchtende Bakterien. Experten sprechen von Biolumineszenz. Säugetieren. Ihre akrobatischen Fähigkeiten sind bemerkenswert.
sehr anmutig für eine Nacktschnecke, nicht wahr? Sie bewegt ihren Mantel beim Schwimmen wellenförmig und erinnert so an den Auftritt einer Flamenco-Tänzerin. Wiedererkannt? Die Website wird von Professor Clark unterstützt. Professor Clark? Der war doch auf der Wave Dancer damals, oder? Ja, die Meuterei ging auf sein Konto, weil Forschungsgelder fehlen. Was wir damals zu sehen bekamen, war vermutlich so ein Riesenkalmar. Mein Krake hat aber 8 Arme. Wenn der Krake vom Foto eine Laune der Natur ist, wird Professor Clark das erkennen. Da fällt mir ein, er hat uns doch mal sein Buch geschickt. Es muss hier irgendwo sein.